Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Vormittag. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aero in diesem wunderschön verschneiten Wien. Eigentlich wollten wir heute einen Lunch and Learn Hybrid-Event mit der Firma Trellex machen. Nur die Umstände der Natur hat uns gezeigt, dass sämtliche Zugverbindungen nicht stattgefunden haben, die Autobahnen auch nicht geräumt sind. Deswegen haben wir uns entschieden, das rein auf Online-Basis zu machen. Ja, um was geht's eigentlich? Ja, die Cyberangriffe, glaube, braucht man nicht großartig einleiten. Die sind die größten Bedrohungen für die Organisationen weltweit. Und wir brauchen halt eine umfassende Sicherheitsarchitektur, um das Ganze abzuwehren. Und deswegen wollten wir eigentlich das heute in Form dieses Hybrid-Events machen, ja. Aber es gibt eine sehr interessante XDR-Architektur von der Trellix, die die neuesten Bedrohungen erkennt und entscheidende Unterstützung bietet, um die Anforderungen von NIS 2 zu erfüllen. Ja, das NIS 2 geistert ja auch immer wieder herum, wie wir alle wissen. Also ist auch sehr schön, dass wir das öfters hören. Was ist das überhaupt? Was ist NIS 2 überhaupt? Ist das jetzt eine Lösung? Ist das eigentlich ein Konzept? Was ist das Ganze eigentlich? Was sind kritische Sektoren und betroffene Einrichtungen? Die Hauptanforderungen für Organisationen, die uns ja in Zukunft auch, sage ich mal, treffen werden. Ja. Wie sieht das Ganze mit den Trellix-Lösungen aus? Wie kann ich mit NIS 2 das Ganze lösen oder diese NIS 2-Bereitschaft mit den Trellix-Lösungen lösen? Und natürlich, wie können wir helfen und wie kann Trellix helfen? Und es freut mich ganz besonders, wie gesagt, Jerzy Michno, Security Solution Engineer von der Trellix. Ich hätte gern persönlich auch kennengelernt. Auch der Markus Fleschner jetzt, ihr BDM von der Trellix, wäre auch gerne nach Wien kommen. Aber da vorhin gesagt, leider ist der Zug auch wieder ausgefallen. Na gut, das machen wir heute remote. Gut. Wenn Sie Fragen haben, Sie kennen es von Insights bei Aero. Und für alle, die es jetzt noch nicht kennen, bitte einfach über das Fragependel zu stellen. Und damit, Jerzy, würde ich dir mal das Wort übergeben. Oder Markus, möchtest du vielleicht noch ein paar einleitende Worte sagen oder machen wir das dann im Nachhinein? Ich hätte gesagt, wir werden die Worte nachher sprechen. Ich bin überzeugt, nachdem ich ja in der Aufzeichnung sehe, dass einige Rieseler da sind, die ja durchaus breite Trellix-Erfahrung haben, wir sicher später noch in eine Frage- und Antwortrunde kommen. Ich habe so im Hinterkopf das Wort Universal Client und Zukunft von Helix und ähnliche Dinge. Also ich kann mir vorstellen, dass nachher noch eine recht interessante Diskussion sich ergibt und ich würde das hinter den Vortrag legen, damit man vielleicht sind ja dann schon einige Dinge beantwortet. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, Jerzy, it's your turn. Ja, vielen Dank. Danke. Ich werde jetzt mich zum Präsentator machen. Moment. Ah ja. Und jetzt teile ich meinen Bildschirm. Ist mein Bildschirm mit der Präsentation zu sehen? Wir sehen ihn wunderbar. Mhm. Okay, super, vielen Dank. Danke nochmals für die anleitenden Wörter. Wie gesagt, mein Name ist Jerzy Michno. Ich bin der Security Solutions Engineer bei Trellix. Ich wohne zwar in der Schweiz, aber ich unterstütze auch gerne natürlich unsere Partner und Endkunden in Österreich. Danke auch für die Einladung, dass ich heute auch präsentieren darf bei Aero. Auch wenn es virtuell ist, das nächste Mal hoffentlich auch physisch vor Ort, komme ich auch gerne vorbei. Und wie es bereits erwähnt wurde, werden wir uns heute mit dem Thema NIS 2 und auch in Bezug auf Trellix-Lösungen, wie wir mit Trellix auch bei NIS 2-Konformität helfen könnten, beschäftigen. In den nächsten 60 plus Minuten, plus minus. Natürlich, ich lade Sie ganz herzlich dazu, Ihre Fragen zu stellen, am besten im Chatfenster. Und wir werden uns am Ende dieser Präsentation sicherlich auch die Zeit nehmen, werde ich mir auch und auch die Kollegen von Aero,
um Ihre Fragen zu beantworten. Sollte es aus zeitlichen Gründen nicht reichen, alle Fragen zu beantworten, oder ich hätte nicht alle Informationen oder sollte ich nicht alle Informationen zur Seite haben, werden wir auch sehen, wer diese Fragen gestellt hat, und werde ich auch diese Antworten nachher per E-Mail zusenden. Also, lassen wir uns starten. Wie erreichen wir der NIS-2-Konformität mit der Unterstützung von Trellix? Ein Überblick, das ist das Ziel von meiner heutigen Präsentation. Zuerst erstmal die Agenda, über welche Themen werde ich sprechen gerade. Und zwar habe das auf so 4 so Präsentationsteile aufgeteilt. Und zwar erstens, was ist NIS überhaupt? NIS 1, NIS 2. Da werden wir uns, werde ich versuchen zu erläutern, die grundlegenden Aspekte und Ziele dieser Richtlinie, auch ihre Bedeutung und auch, was es heißt, auch in Bezug auf die Gewährleistung der Cybersicherheit in Europa und wie sich das auch auf die Organisationen und die kritischen Infrastrukturen auswirkt. Danach folgt der Punkt, wo ich sprechen werde über die kritischen Sektoren und die betroffenen Organisationen und Einrichtungen. Auch so ein bisschen eine Analyse von kritischen Sektoren. Auch die spezifischen Sektoren werde ich da auch anzeigen, die kritisch eingestuft sind, sowie die Anforderungen und Verpflichtungen, die da auch gemäß der Richtlinie gerecht werden müssen. Danach kommen die Hauptanforderungen für die Organisationen und Einrichtungen. Und da werden wir auch sehen, es gibt so Important und Essentials Stufen und auch die Verantwortung innerhalb der Organisationen. Das ist auch sehr wichtig, auch in Bezug auf die Compliance und dass auch die Unternehmer und die Partner, natürlich unsere geschätzten Partner, die den Unternehmen, den Endkunden helfen, diese Richtlinien zu erfüllen, dass sie auch frühzeitig damit anfangen, solche Projekte nicht nur anzustoßen, aber auch umzusetzen, planen und umzusetzen. Der Punkt Nummer 4, der liegt mir besonders am Herzen, und zwar nicht zwei Bereitschaft mit Trellix-Lösungen. Da habe ich bewusst aufgeteilt, erstens eben Visibilität und auch andere Faktoren, die bei NIS-2-Richtlinie extrem wichtig sind, die werde ich da hervorheben und auch sein Mapping schaffen zu Trellix-Lösungen. Welche Trellix-Lösungen können den Partner und den Endkunden dabei helfen, compliant zu sein? Und der 5. Punkt im Anschluss, wie können wir helfen als Trellix? Das heißt, wie können wir helfen, auch in Zusammenarbeit mit Arrow, wie können wir den Partnern und den Endkunden helfen, diese Konformität, NIS-2-Konformität zu erreichen. Was ist aber NIS-2? Die NIS-2-Richtlinie ist eine europäische Gesetzgebung, die auf die Stärkung der Cybersicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen abzielt. Ich habe das noch genauer runtergebrochen. Das heißt, wenn wir das von oben links anschauen, ich habe bewusst die Animationen nicht hinzugefügt, das ist ein bisschen ruhiger, vor allem auch sozusagen über Mittag, könnte besser sein zum Zuzuhören. Also erstens, das ist ein Cybersicherheitsgesetz wie die EU. Cybersicherheitsrichtlinie, die darauf abzielt, die Sicherheit der digitalen Infrastruktur zu stärken. Und es handelt sich, weil es eine Richtlinie ist, um eine gesetzliche Vorschrift, die EU-weit gilt, sozusagen. NIS-2 verlangt, also höhere Schutzstandards sind erforderlich. Das heißt, NIS-2 verlangt eine verstärkte Sicherheitsstruktur und erhöhte Schutzmaßnahmen von Unternehmen und Organisationen. Mehr Sektoren stehen im Fokus. Das heißt, im Vergleich zur vorherigen NIS-1 oder NIS-Richtlinie, kurz gesagt,
werden nun auch die weiteren Sektoren in den Geltungsbereich der NIS2 einbezogen. Und die werden wir uns auch im Detail anschauen. Also nicht nur die kritischen Infrastrukturen, sondern auch eine breitere Palette von Dienstleistern und auch Branchen sind betroffen. Und wir werden auch sehen, das sind auch die Organisationen oder Branchen, die bisher mit solchen Themen auch nicht konfrontiert wurden. Außer sie wurden angegriffen sozusagen als eine Organisation, aber nicht in generell. Dann werden wir uns auch unterhalten über die Meldung von Vorfällen, denn diese wird auch obligatorisch mit NIS2. Das heißt, die Unternehmen sind da verpflichtet, diese Sicherheitsvorfälle und Cyberangriffe zu melden. Sie müssen sich auch übrigens auch nicht alles gerade merken, was ich da erzähle, weil sie werden im Anschluss des heutigen Webinars sowohl die Aufnahme als auch die Kopie der Folien erhalten, also den Link zur Aufnahme. Das heißt, Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt das Webinar anschauen oder auch mit den Kollegen, die aus Wetter oder anderen Gründen nicht heute teilnehmen können. Noch zurück zur Meldung von Vorfällen. Diese Meldepflicht, die sollte natürlich auch die Transparenz verbessern und die wird auch obligatorisch sein. Erweiterte Aufsichtsbefugnisse werden gewährt. Das heißt, auch die lokalen Behörden und als Beispiel in Österreich, aber sozusagen auch in der Schweiz. Schweiz ist nicht in der EU, aber passt sich mit sehr vielen Gesetzgebungen an. Auch Datenschutzgesetz auch ab Januar wird auch an der SGVO und andere aus EU-Raum auch deutlich angepasst. Das heißt, das ist auch wichtig für sogar auch für die Schweizer Kunden, muss ich auch so sagen, aber natürlich in Österreich besonders. Da ist die Einhaltung der Standards sehr, sehr wichtig. Und das dient auch dazu, dass wir gemeinsam im EU-Raum diese Standards einhalten sollten, um sicherzustellen, dass dass unsere Infrastrukturen sicherer werden. Und das habe ich bereits erwähnt, EU-weite Harmonisierung der Vorschriften, was sehr wichtig ist. Von links nach rechts, am einfachsten. Erweiterter Geltungsbereich, also NIS2 legt Sicherheits-, Melde- und Governance-Verpflichtungen für Einrichtungen in einer Vielzahl kritischer Sektoren fest. Darunter sind, da werden wir uns die nächsten Folien anschauen, Energie, Transport, Finanzen, Gesundheit, digitale Infrastruktur, aber auch andere. Dann auch die Zusammenführung von wesentlichen und wichtigen Einrichtungen. Die Compliance-Anforderungen sind im Wesentlichen gleich. Das Aufsichtsregime sozusagen, da sind die Compliance-Leute in vielen Organisationen und Unternehmen nicht so beliebt, weil sozusagen direkt ausgedruckt, die sind für viele IT-Lehrer selbst sogenannte Spaßbremse, beziehungsweise CTO muss schnellstmöglich das Unternehmen oder Organisation digitalisieren. Und die CISOs und Compliance-Unternehmen, sie müssen schauen, dass das sicher passiert und dass man auch nicht gegen gewisse Richtlinien, so wie das Thema von heute, NIS2 nicht verstoßt. Das ist sehr wichtig zu betonen. Dann die stärkere Sicherheitsgovernance-Maßnahmen. Es gibt auch nun auch die Verantwortung vom Führungsteam, also nicht nur hypothetisch oder theoretisch, aber auch auf dem Papier auch für die Umsetzung von Sicherheitsstandards und Risikomanagementsmaßnahmen. Also diese Leute sind dafür verantwortlich. Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen, also über mehrere Vektoren hinaus, aber dazu kommen auch Security Awareness und auch andere Themen. Was sehr wichtig ist, das muss gewährleistet werden. Im NIS 1 viele von diesen Ansätzen, die waren so unspezifisch formuliert. Das wird sich nun auch ändern. Und, aber das werden wir auch uns im Detail anschauen, erweiterte Meldepflichten bei Vorfällen, inklusive Zeitachse, also wann was nach so vielen Stunden gemacht werden muss und auch Abschluss, Folgeberichten und so weiter.
Das war so ganz generell einerseits. Ich habe bereits auch angetönt, dass wir uns unterhalten werden auch über die kritischen Sektoren und Organisationen, die im Scope dieser Richtlinie sind. Und da sind auch die zusätzlichen, die dazu gekommen sind nach NIS 1. Sehr wichtig zu betonen sind die Bereiche, die bisher nicht mit diesen Themen konfrontiert worden sind. Und das bezieht sich sehr stark auch auf lokales Business, auf lokale Organisationen und auch auf die geografische Lage. Als Beispiel in Österreich, also Österreich ist zentral gelegen in Europa und da ist auch Transport von einer sehr großen Bedeutung. Und bisher wurden nicht alle oder ja nicht sicherlich nicht alle Transportunternehmen damit konfrontiert, dass sie Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen und auch welche. Und nun wurde das aufs Papier gebracht. Also sie werden auch unter gewissen Bedingungen NIS 2 konform sein müssen. Unter welchen Bedingungen werden wir uns in der nächsten Folie anschauen. Um da eingestuft zu werden als important oder essential als Unternehmen oder Organisation. Da folgen natürlich auch die Bereiche oder die Sektoren wie Lebensmittelproduktion, diese Digital Providers, auch die Unternehmen, die diese digitale Dienste den Endkunden, den Behörden und auch den Endkunden zur Verfügung stellen. Und das ist auch sehr wichtig, sie werden auch die Gesamtliste auch den Link erhalten noch offiziell zur Dokumentation von NIS 2 Richtlinien. Da sind alle wirklich Bereiche aufgelistet. Aber das ist nun so auf den ersten Blick, damit Sie auch sehen und sich merken, was ich damit sagen wollte, dass nach NIS 1, NIS 2 Richtlinie nimmt also mehrere zusätzliche Bereiche auf. Das ist sehr wichtig. Aber die Frage ist, die ich mir stellen würde, ja, aber welche? Oder wir sind ein Transportunternehmen, sind wir als important oder essential oder ja, müssen wir konform sein? Ja oder nein? Das ist natürlich auch in der Richtlinie von NIS 2 sehr genau beschrieben. Ich habe da so ein paar Bullet Points, so 5 Punkte aufgelistet, die mir besonders wichtig sind und die Ihnen dabei helfen sollten, auch auf dem ersten Blick zu sehen, hey, bin ich oder ist mein Kunde betroffen, beziehungsweise muss er konform sein oder nicht. Das heißt, zusammengefasst, das sind sowohl die öffentlichen als auch private Einrichtungen, die sowohl als essential oder important eingestuft werden können. Das hängt auch ein bisschen vom Jahresumsatz, also sowohl vom Jahresumsatz als auch vom Anzahl der Mitarbeiter ab. Und was sehr wichtig ist, dass die nationale Regierung kann jede Organisation aufgrund ihres Risikoprofils als important einstufen. Das heißt, auch wenn ein Lieferant, wenn ihr Endkunde, wenn diese Organisation gefühlt klein ist, beziehungsweise umsatztechnisch sozusagen erreicht nicht diese 10 Millionen Euro oder hat mehr, weniger Mitarbeiter, nichtdestotrotz, lokal kann diese Organisation, das Unternehmen eingestuft werden als important. Anhang 2 führt auch die anderen kritischen Sektoren auf, die nur in der wichtigen Kategorie fallen werden. Da ist natürlich keine Diskussion, ob und wie. Das ist je nach Sektor. Sie sind kritisch, zum Beispiel Energie, und somit werden sie da auch eingestuft. Da gibt es drei Punkte oder drei Säulen. Sie werden so einen Kreis gleich sehen, die vor allem wichtig ist in Bezug auf die Hauptanforderungen, die dann auf die Organisationen zukommen. Beziehungsweise einerseits ist das Governance, das heißt, die Führungsgremien sollen Cyber-Risikomanagement-Pläne genehmigen,
die Umsetzung überwachen, aber vor allem, sie sind dafür verantwortlich. Und um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, sie müssen natürlich auch regelmäßig geschult werden. Dazu kommt das Risikomanagement als ein sehr wichtiges Thema. Und das beinhaltet ja sowohl das Risikomanagement auf dem Papier gebracht, also so ganz trocken ausgedruckt, abgesehen von Technologie, als auch diese technische, operative und organisatorische, also wie ich erwähnt habe, Maßnahmen, die dazu dienen sollten, also helfen sollten bei der Verwaltung von IT-Risiken und der Minderung und Minimierung der Auswirkungen von Vorfällen auf die Dienstempfänger. Und sehr wichtiger Punkt, Meldepflichten. Da gab es zum Teil noch nicht. Und andererseits war das natürlich nicht so detailliert definiert, wie es gerade ist. Und da ist auch sehr wichtig zu betonen, dass die Benachrichtigung ohne unnötige Verzögerung über Vorfälle, die einen signifikanten Einfluss auf die Bereitstellung von Diensten haben, das muss stattfinden. Das ist sehr wichtig, auch um konform zu sein mit NIS2-Direktive und wie wir da gleich in der nächsten Folie sehen werden, da kommen auf uns zu oder auch die Endkunden auch die gewisse Anforderung auch auf die Meldung von diesen Angriffen in Bezug auf die Zeit, was auch nicht einfach ist zu erfüllen. Und zwar die Essential und Important Einrichtungen, die müssen die zuständige Behörde des betreffenden EU-Mitgliedstaats, also in Österreich, über jeden Vorfall informieren, der einen signifikanten Einfluss auf die Bereitstellung der Dienste oder einen Empfänger dieser Dienste hat. Da kann man natürlich darüber streiten, was ist signifikanter Einfluss. Da muss man sich da noch mehr einlesen in die Direktive und dort gibt es vielleicht noch einen Raum für eine Diskussion. Aber nichtdestotrotz diese Meldepflicht, die besteht. Es gibt auch spezifische Fristen, die ich da versucht aufzuzeigen, für die diese Benachrichtigung durch eine gestufte Vorgehensweise bei der Einrichtungen passieren soll. Beziehungsweise, da gibt es mehrere. Einerseits ist das diese Frühwarnung, die innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme des Vorfalls gegeben werden muss. Das ist 24 Stunden, das ist nicht viel. Wenn man das so anschauen würde, dass ja, das sind 24 Stunden generell. Und es gibt natürlich auch die Nationalfeiertage oder Wochenenden und so weiter. Und nichtdestotrotz, das muss einfach gewährleistet werden. Danach kommt diese Vorfallmeldung, die innerhalb von 72 Stunden nach Kenntnisnahme des Vorfalls zusammen mit einer ersten Einschätzung, ob diese Auswirkungen schwer oder weniger schwer des Vorfalls waren, passieren soll. Und da ist auch sehr wichtig, liebe Partner, dass die Endkunden, die müssen mit euch zusammenarbeiten oder müssen oder dürfen, damit ihr auch sie dementsprechend auch zeitnah bei diesen Anliegen, in diesem Fall bei diesen Meldepflichten, bei diesen Meldungen unterstützen könnt. Und das ist dann nicht nur die Meldung, aber da muss auch dabei sein die erste Einschätzung. Was sind die Folgen von so einem potenziellen Vorfall? Sind sie schwer? Welche sind die Auswirkungen? Musste man irgendwelche Endpunkte isolieren in der Infrastruktur? Wie wirkt sich das aus auf die Dienstleistung, die man den Endkunden der Öffentlichkeit bietet und so weiter und so fort? Und dazu kommt noch der Abschlussbericht. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit, aber nichtdestotrotz brauchen wir die Spezialisten, die dann innerhalb von einem Monat nach Einreichung der Vorfallmeldung, da macht die Zeit Tick-Tack, also ab dann, eine detaillierte Beschreibung des Vorfalls einschließlich der Ursache des Vorfalls umfasst. Also das muss man dann zur Verfügung stellen. Das war jetzt die Zeitachse und Meldepflichten. Ich habe auch am Anfang erwähnt, die Themen Verantwortung.
Verantwortung von Unternehmen und Führungsgremien, Geschäftsleitung und in generell die Unternehmensverantwortung. Da müssen die Führungsgremien, die von der von ihnen geleiteten Einrichtungen greifen, Cybersicherheitsmaßnahmen überwachen, genehmigen und vor allem darauf geschult sein. Ja, man muss da eigentlich umgekehrt sagen, sie müssen geschult sein, genehmigen und überwachen. Aber das ist sehr wichtig, auch Security Awareness und auch Sicherheitsschulungen, so wie wir wissen, auch für die Führungsgremien, nicht viele oder nicht alle sind so technisch affin. Und da ist auch sehr wichtig, dass man diese gesetzliche, technische Anforderungen auf die Risk- und auf die Business-Sprache übersetzen kann, damit diese Leute dadurch auch die richtigen Entscheidungen treffen können. Darunter auch also Verwaltungsräte, Führungskräfte, C-Level, aber auch Teamleiter, auch normale Mitarbeiter. Das ist sehr wichtig. Das war zunächst vor, generell. Und nun, wie erreichen wir, liebe Partner und eure Endkunden, die NIST-Bereitschaft, Compliance, Konformität mit Hilfe der Trellix-Lösungen? Ich habe bereits am Anfang angetönt, da gibt es ein paar Fragen. Ich versuche immer so, auch wenn ich mit den Kunden spreche oder auch wenn ich die Projekte leiten darf, mir selber die Fragen zu stellen, was heißt das für mich als Organisation, was heißt das für mich als IT-Leiter, was heißt das für mich als CISO? Und da ist auch sehr wichtig die Frage, wie sollten oder wie könnten uns auf NIST 2 vorbereiten, damit wir konform mit der Richtlinie sein können. Und da gibt es ein paar Punkte, die ich aufgelistet habe. Da sollten wir ein bisschen zumindest intern Erfolg haben oder zumindest so viel, dass wir auch den Behörden nachweisen können, dass wir uns da auch Mühe geben, dass wir da auch investiert haben, um diese eben in der ersten Linie Sichtbarkeit zu schaffen. Das heißt in diesem Fall klare Überwachungsmechanismen innerhalb unserer Organisation, damit wir auch in der Echtzeit die Erkennung auch in der Echtzeit von Bedrohungen etablieren können. Dafür brauchen wir natürlich auch die robuste Tools, das Netzwerk und Systemsichtbarkeit, die da auch implementiert werden müssen, um diese Anomalien, nenne ich das so bewusst, aber das könnte eine Anomalie sein, könnte ein Angriff sein, frühzeitig, also zeitnah, zu erkennen. Ja, idealerweise natürlich in Echtzeit, aber das, was möglich ist. Da ist auch sehr wichtig, eben wie erreichen wir die Widerstandsfähigkeit, also Resilienz. Da ist auch sehr wichtig, einerseits technisch, andererseits organisatorisch, die Entwicklung von Tests, also die Entwicklung von Tests und auch selber das Testen von Incident Response Plänen, damit wir auf die Cybervorfälle vorbereitet sein können. Da ist das Schlüsselwort. Ich habe auch mehrmals an so einer Übung teilgenommen oder auch einen Test sowohl bei Endkunden als auch intern. Das Schlüsselwort da ist auf jeden Fall Kommunikation. Das heißt, wenn etwas passiert, wer sollte mit wem welche Reihenfolge kommunizieren? Das ist sehr wichtig. Und vor allem, das wird noch komplexer, Kommunikation innerhalb von einem SOC ist klar geregelt, aber Kommunikation vom SOC außerhalb oder auch mit Management, wer sollte unter welchen Bedingungen wann kontaktiert werden und so weiter. Das ist sehr wichtig. Dazu kommt natürlich aber auch die Technologie. Die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit, auch durch regelmäßige Backups und auch Redundanzmaßnahmen für kritische Systeme. Das ist auch von großer Bedeutung. Dann kommt natürlich, das ist eine Richtlinie, nicht zwei, also Compliance-Thema, Compliance-Dokumentation. Also die präzise Aufzeichnungen und Dokumentation, die wir auch pflegen müssen, um unsere Bemühungen und Compliance nachzuweisen.
da auch die Erstellung eines umfassenden Repositories, Sicherheitsrichtlinien und Verfahren gemäß NIS 2. Das wird auch in der Sicherheitslinie ein wenig beschrieben, in der NIS 2 Richtlinie. Da kommen auch Mitarbeiterschulungen und Bewusstsein. Und das fängt mit einem normalen Mitarbeiter, Individual Contributor an, aber quer bis auf Geschäftsleitung, sehr wichtig. Und vor allem die Geschäftsleitung, diese Leute, die müssen in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch in Bezug auf Investment, Risiko und so weiter. Zusammenarbeit und Partnerschaften, das ist ein sehr wichtiger Punkt für mich. Das ist einerseits aus der Brille vom Endkunde sehr wichtig, dass Zusammenarbeit innerhalb vom Team, innerhalb der Organisation, aber ohne starke Partner können wir die Konformität meistens, also fast kein Unternehmen schafft das oder Organisation ohne externe Partner nicht sehr konform zu werden. Deswegen da sind die Kunden in der Organisation an die starke Partner wie ihr, lieber Partner, angewiesen. Und da ist auch sehr wichtig, einerseits Zusammenarbeit innerhalb der Organisation mit den externen Partnern, mit euch, auch mit Herstellern. Das muss natürlich gut funktionieren. Und nun mehr technisch, also zu den Lösungen selbst, immer mit der Frage, warum in Bezug auf NIS2-Richtlinie. Das heißt, erste Folie, Endpoint Security. Warum? Das Dokument, das NIS2-Richtlinie-Dokument betont klar die Bedeutung der Absicherung vom Netzwerk und Informationssystemen, insbesondere angesichts zunehmender Cyberbedrohungen. Also Endpoint Security bietet da von Trellix zuverlässigen Schutz von Malware, Zero-Day-Bedrohungen, wie wir wissen, auch komplexen Angriffen und gewährleistet somit, dass Geräte, die auf das Netzwerk zugreifen, die im Netzwerk der Organisation des Unternehmens sicher sind. Und da ist sehr wichtig zu betonen, dass wir bei Trellix, wir haben unterschiedliche Lösungen, je nach Anwendungsfall, je nachdem, welche Szenarien, welche Typen, der Infrastruktur die Endkunden im Einsatz haben, auch welche Architekturen, beziehungsweise Trellix Endpoint Security, Trellix Endpoint Security Hikes mit Forensics Features, EDR, Endpoint Detection Response, was sehr wichtig ist, auch um diese potenziellen Angriffe zu analysieren, und auch Application Control, auch um die Legacy-Systeme zu schützen oder auch diese Systeme, die man nicht aktualisieren darf. Und wir wissen, Legacy-Systeme, da gibt es viele Sicherheitslücken, die da auch regelmäßig entdeckt werden durch die Forschung und auch Medienberichte. Dann muss man schnell patchen. Es gibt aber schlicht auch die Systeme, die man nicht auf den neuesten Stand bringen kann. Und das ist natürlich auch eine der Anwendungsfälle, wie wir Application Control, sowohl das als auch Endpoint Security HX dazu verwenden können. Da ist viel Text auf der Folie bewusst, liebe Partner, weil nachher werdet ihr eine Kopie dieser Präsentation bekommen, auch mit dem funktionierenden Link jeweils, so wie in diesem Fall Endpoint Security, und da könnt ihr im Detail nachlesen. Sollten zu jeder Lösung auch Endpoint Security zusätzliche Fragen noch kommen, auftauchen, dann gerne diese könnt ihr formulieren an Arrow oder an mich oder an Trellix Mitarbeiter direkt diese zu senden, dann werden wir euch natürlich weiterhelfen. Also das ist einerseits Endpoint Security mit dem Warum. Danach kommen die Daten und das sind diese Kronjuwelen, wie viele das nennen. Und der Schutz von Daten ist ein zentraler Aspekt in generell, also nicht nur der NIS2-Richtlinie, aber da natürlich auch. Und da ist wichtig zu betonen, auch die Datenbanksicherheit, die wir bieten, zum Beispiel mit Database-Security-Lösung, bietet eine Echtzeitüberwachung und Schutz für Datenbanken, um sicherzustellen, dass sensible Daten sicher bleiben und
der unbefugter Zugriff verhindert wird. Und da, so wie vorher in Bezug auf Endpoint Security, da unterstützen wir unsere Endkunden und die Partner auch mit einer Palette der Lösungen, je nach Anwendungsfall. Wir nennen das Complete Data Protection, das ist so ein Lösungsbundle, aber das beinhaltet natürlich Data Loss Prevention einerseits auf dem Endpunkt gegen diese Data Exfiltration, Data Leakage auf dem Endpunkt, aber auch der LP-Netzwerk. Da ist auch immer, wenn man über den Datenschutz bei DLP spricht, über diese Themen, Datenklassifizierung, sehr wichtiges Thema und da haben wir auch eine Lösung dafür. Database Security, wie ich am Anfang erwähnt habe, das kommt noch mehr dazu von einer großen Bedeutung, auch mit in Bezug auf NIS-2-Direktive, NIS-2-Richtlinie. Wir werden auch anfangs nächstes Jahres, also jetzt bald in einem Monat plus, unsere Database Security Lösung relaunchen. Das ist uns enorm wichtig und da ist natürlich auch Datenverschlüsselung von großer Bedeutung. Also das ist in Bezug auf Data Protection und warum NIS-2-Richtlinie. Telex E-Mail Security und warum E-Mail Security in generell? Also angesichts des Anstiegs von Cyberbedrohungen, die wir sehen in Europa, aber auch weltweit, wenn wir ein Unternehmen oder eine Organisation betrachten oder anschauen, die nicht IoT, OT, wie ich das nenne, fokussiert ist, also normale Büros, sozusagen normale Mitarbeiter ohne Industrien, Fabriken und Roboter, die da etwas zusammenstellen, dann ist natürlich so, dass der häufigste Angriffsvektor ist eben E-Mail. Und wenn man eine Trellix E-Mail Security verwendet, diese gewährleistet eine sichere E-Mail-Kommunikation und reduziert natürlich auch das Risiko von Phishing und auch anderen per E-Mail übertragenen Bedrohungen. Und warum ist E-Mail Security wichtig? Nochmals für die NIS-2-Konformität. Es spielt eine wichtige Rolle, weil meistens da kommen auch diese Menschfaktoren dazu, in Bezug auf Neugier, und ich habe wieder was gewonnen oder mein CEO, mein Geschäftsführer hat mich über meine Beförderung informiert und so weiter und so fort. Und das sind diese Themen, gegen die können wir uns nicht vollständig schützen. Und deswegen sollten wir da wirklich sogar so einen Schichtansatz fahren. Das heißt, mehrere Kunden in Österreich und auch in der Schweiz, die ich betreuen darf, die haben mindestens 2, wenn nicht 3 E-Mail-Security-Lösungen im Einsatz. Das ist auch sehr wichtig zu betonen. Und wir bei Trellix, je nach Anwendungsfall wieder, bieten einerseits E-Mail-Security für On-Prem-Kunden als auch E-Mail-Security in der Cloud. Sichtbarkeit. Da habe ich betont als erster Punkt, die sollten wir schaffen innerhalb unserer Infrastruktur, Architektur, innerhalb unserer Organisation in Bezug auf die Bedrohungen. Sichtbarkeit selbst bringt uns nichts. Also welche Systeme haben wir? Wenn wir nicht wüssten, sind sie betroffen oder wie könnten wir das wissen? Und deswegen, da ist von großer Bedeutung Trellix Threat Intelligence und da sehen wir also die Meisterkächen, die ich da vorbereitet habe für heute, glaube ich, also pro Folie, wenn man so anschaut, so zumindest so Produktauflistung, das ist eben bei Trellix Threat Intelligence. Und da ist einerseits Global Threat Intelligence, so wie wir das kennen, auch bei den Mitbewerbern, sehr wichtiger Punkt Private GTI, das heißt Behörden, Organisationen in Österreich, die haben einen sehr starken On-Prem-Fokus. Und auch diesen Organisationen, diesen Kunden, diesen Einrichtungen können wir auch Private GTI zur Verfügung stellen. Trellix Intelligence Exchange, TIE, von früher, so wie man das kennt. Trellix Insights, das ist, da seht ihr, liebe Partner, auch ein Ausschnitt von einem Screenshot hinten. Wenn man sich anschauen würde, es gibt eine Kampagne, APT, die gerade in den Medien bekannt ist. Ich habe meine sozusagen Schutzlösungen im Einsatz. Ich möchte sehen,
wurde ich betroffen, könnte ich betroffen sein? Da könnte man mit Trellix Insights sich vergleichen, je nach vertikal, geografische Lage und auch Sektor, welche wurden angegriffen, und auch mehr Informationen dazu bekommen. Dazu kommt Atlas und natürlich, wir unterstützen sowohl unsere Partner als auch Kunden bei Bedarf, aber natürlich primär die Partner, weil wir wollen mit den Partnern Hand in Hand bei Endkunden zusammenarbeiten, auch mit Intelligence as a Service Dienstleistung. Das ist zum Thema, warum habe ich am Anfang versucht, die Frage zu beantworten. Sichtbarkeit, das ist wirklich A und O in Bezug auf Sicherheit jedes Unternehmens, jeder Organisation. Und das steht auch für mich groß geschrieben bei NIS2-Richtlinie. Ohne Sichtbarkeit über die Bedrohungen können wir eigentlich nichts erreichen in Bezug auf Cybersecurity. Das ist sehr wichtig. Network Security. So wie NIS2-Direktive heißt, das Netzwerk und Endpoint Security primär, aber das Dokument betont die Bedeutung der Absicherung vom Netzwerk und Informationssystemen ziemlich direkt, aber natürlich andere Sachen, so wie Sichtbarkeit, die ich gerade erwähnt habe, kommen auch dazu. Es funktioniert einfach nicht ohne. Insbesondere eben angesichts zunehmender Cyberbedrohungen, so wie wir das sehen. Netzwerksecurity, da ist auch sehr wichtig, dass, so wie die meisten Partner, mit denen wir arbeiten und auch von Arrow, die ich auch sehe, die da anwesend sind, Webinar wissen, dass nur Endpunkt zu schützen ist nicht gut genug, weil es könnte auch Lateral Movement geben oder andere weitere Angriffstechniken und dazu brauchen wir natürlich auch Netzwerk Security, Netzwerk Forensics und auch, ich nenne das klassisch, wobei das ist nicht klassisch, IPS, Intrusion Prevention Systeme. Diese Produkte können wir als Trellix, als Hersteller euch und euren Endkunden natürlich auch zur Verfügung stellen. Da, wo früher FireEye und jetzt Trellix Pionier war und wo wir weiterhin viele Entwicklungsressourcen reinstecken, ist Trellix Intelligent Virtual Execution. Früher also in kurze Sandboxing. Und warum ist das wichtig? Wir müssen in der Lage sein, auch um die NIS2-Konformität zu erreichen, die Malware, auch die Zero-Day-Malware, frühzeitig zu erkennen. Und das erreichen wir einerseits mit dem Endpoint Security, andererseits aber, wir brauchen oft auch unterschiedliche Betriebssysteme. Unter diesen oder auf diesen wir diese Malware, diese Payloads ausführen würden oder machen wir das einfach. Und dann beobachten wir, was passiert genau mit dem Betriebssystem in einer geschützten Umgebung. Gibt es Lateral Movement oder eben andere Privilege Escalation oder andere weitere Angriffstaktiken, die da eingesetzt werden. Und weil oft ist es so, dass gewisse Malware zum Beispiel aktivieren sich unter gewissen Bedingungen oder nur auf eine bestimmte Version von Betriebssystem. Und da ist Sandboxing enorm wichtig. Da ist auch sehr wichtig zu betonen, ich habe das selber so genannt, X Product Family. Das ist jetzt so, das hat Jerzy geschrieben. Das kommt nicht vom Trellix Marketing, aber vielleicht könnten dazu noch Fragen kommen. X Product Family habe ich das genannt, bewusst, weil, so wie wir das von früher kennen, NX, AX, FX, RX, IVX, also da sind alle diese Sandbox-Technologien. IVX, sehr wichtig zu betonen, Cloud Sandbox, da sehen wir zunehmend bei den Endkunden, bei den Organisationen, die in die Cloud gehen, die in die Cloud migrieren, sowohl für die als auch die eine starke, sozusagen starken On-Premise-Fokus haben, sowie sehr viele österreichische Kunden, dass sie nichtdestotrotz für Entwicklung oder gewisse Anwendungsfälle einfach Cloud Sandbox benötigen. Und Cloud ist immer die Frage, wo ist meine Cloud
In diesem Fall ist die Cloud in Frankfurt bei AWS. Das ist auch in Bezug auf Compliance, um die Frage zu beantworten. Leider im Moment ist nicht in Österreich, aber unter gewissen Bedingungen auch in Bezug auf die Compliance-Anforderungen könnte auch Frankfurt, denke ich, auch akzeptabel sein. Und nun zur letzten Folie in Bezug auf die Lösungen, aber da habe ich etwas mehr auch zu erzählen, beziehungsweise Trellix Extended Detection Response. Und da habe ich bewusst geschrieben Extended Detection Response, kein Helix oder andere Namen habe ich da nicht aufgelistet. Und wenn ihr, liebe Partner, auch nach dem Webinar diesen Link anklickt, Products XDR, der zu unters in dieser Folie ist, dann werdet ihr auch sehen, aber ihr wisst das mittlerweile auch von uns, dass wir als Trellix sehen XDR nicht direkt als Produkt, sondern eher als Architektur. Das heißt, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das beißt sich selbst als Architektur. Dann fragen sich die Partner oder fragen sich die Endkunden, ja, aber dann habt ihr ein XDR-Produkt? Ja, nein, je nachdem, lieber Kunde, lieber Partner, was verstehen Sie, was verstehst du unter diesen Wörtern? Es ist so, dass erstmal zurück zur NIS-2-Richtlinie noch, dass das Dokument NIS-2-Richtlinie betont die Bedeutung von der Vorfallmeldung einerseits und um diese Vorfälle zu erkennen und zu melden, müssen wir diese Sichtbarkeit haben. Ja. Da gibt es die SIEM-SOAR-Lösungen, die können sich diese Daten sammeln oder die werden in diese Datenbanken, die Logs werden kontinuierlich versendet von Firewalls oder auch anderen Proxys, Endpoint-Lösungen und so weiter. Und somit werden auch diese Informationen korreliert, also gesammelt, korreliert, analysiert, einerseits hoffentlich auch durch Machine Learning und künstliche Intelligenz, je nachdem, welche Algorithmen da im Einsatz kommen, und andererseits auch durch die Security-Analysten, die hoffentlich nicht sich auf das Repetitive fokussieren müssen, sondern eher auf das, was wirklich bedrohlich ist. Und da ist es so, dass Trellix XDR bietet da hinausgehende Fähigkeiten. Diejenigen Kunden und Partner, die Helix-Konsole gesehen haben früher, viele mittlerweile kennen auch die Helix-Konsole, sollte den Satz noch fertig aussprechen, gesehen haben, die wissen, was ich meine in Bezug auf SIEM-SOAR-Fähigkeiten. Andererseits diejenigen Partner und Kunden, die bei uns gerade bei Beta mitgemacht haben, bei der X-Konsole und manche, die bereits diese verwenden, weil es gibt bereits Kunden, die das auch verwenden. X-Konsole, die beinhaltet IDR, XDR, EPO SAS und so weiter, da kann man auch dazwischen umschalten. Und die X-Konsole, weil eben wir sprechen über die XDR-Architektur, nicht über XDR-Konsole, zumindest noch nicht, die bietet den Endkunden und den Benutzer, den SOC-Analysten, die Möglichkeit, diese Möglichkeiten, die ich erwähnt habe, Analyse, Korrelation, Analyse und auch richtige Antwort zu geben, auch vor allem den richtigen Blick zu beschaffen. Die gibt es bereits. Andererseits XDR 2.0, und da habe ich auch auf diese Folie zu unters geschrieben, XDR 2.0, liebe Partner, liebe Kunden, die werden wir als Trellix Anfang nächstes Jahres, also bis im H1, auf den Markt bringen. Ich als Security Solutions Engineer, wenn ihr Fragen hättet oder Interesse, ab Mitte Februar kann ich euch diese Konsole zeigen. Und die wird einheitlich integriert. Also einheitlich integriert, einheitlich entwickelt. Was ich damit sagen möchte, ist, so wie ihr wisst, liebe Partner, einerseits kommen wir vom FireEye-Portfolio, andererseits konsolidieren wir die M-Seite vom Portfolio. Und jetzt ist es so, dass in der X-Konsole, die ich erwähnt habe, kann man dann umschalten zwischen EPO SAS, XDR, IDR. Aber diese Produkte, die kommen sozusagen historisch gesehen von zwei Herstellern. Und wenn man das macht, dann sieht man ziemlich schnell,
dass das UI, also die Benutzeroberfläche, nicht einheitlich ist, weil da sind die Konsolen, man kann zwischendurch umschalten und es gibt auch Single Sign-On, also es ist nicht so mühselig, aber nichtsdestotrotz. Ab Mitte Februar kann ich euch, liebe Partner und auch den Endkunden, die neue XDR 2.0, also sowohl ich als auch meine Pre-Sale Security Solution Ingenieure, diese Konsole zeigen. Die wird auch, und da konntet ihr auch vor kurzem lesen, auch die künstliche Intelligenz bzw. Diese Features beinhalten. Mehr darüber könnt ihr lesen. Ich könnte eventuell Arrow auch diesen Link zu dieser Press-Release, zu diesem Artikel mitteilen nach diesem Webinar, dass ihr auch da auch darüber lesen könnt, welche Art von Partnerschaft haben wir mit AWS und welche Fähigkeiten von AWS nutzen wir auch, um diese Korrelation, Analyse von diesen Bedrohungen zu beschleunigen. Ich freue mich bereits auf die Fragen. Ich bin mir sicher, da kommen sicherlich viele Fragen danach, hoffe ich zumindest. Das ist in Bezug auf die XDR. Und nun, wie können wir als Trellix euch, liebe Partner und eure Kunden, auf dem Weg zur NIS2-Konformität begleiten? Und wie können wir euch dabei unterstützen? Und da noch ein paar, nicht Kernzahlen, aber so wichtige Fakten, auf die man achten sollte. Und zwar, es gibt noch ein bisschen Zeit. Ich sage bewusst, also das ist ein bisschen ketzerisch, ein bisschen Zeit, weil so wie wir wissen, die Projekte, die bis ein Projekt anfängt und oft eine Ausschreibung und das Testen und auch die Pentests selbst, wenn man die terminiert mit externen Anbietern als Endkunde, da gibt es sehr, 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 Pentests kommen am Schluss natürlich, da sind sehr, sehr viele Phasen im Projekt. Und das ist sehr wichtig, das ein bisschen war ketzerisch. Ja, das heißt, bis 18. Oktober 2024 müssen diese Unternehmen oder sollten NIS2-Konformität erreichen. Das heißt, und das ist ein auf Englisch ausgedrückt Action Call, aber so als nächster Schritt, liebe Partner, für euch und auch für eure Kunden. Bevor das passiert, wir sollten mehrere Aktivitäten vorwärts treiben, zusammen mit Arrow, zusammen mit euch, um die Kunden auf dem Weg zu begleiten und auch, das ist so wie bei Security Awareness, ein sehr wichtiges Thema, dass es denen auch bewusst sein soll. Auch wenn das ein Transportunternehmen ist oder Lebensmittel. Also das heißt, diese Sektoren, die bisher mit diesen Themen nicht konfrontiert wurden, das ist ihnen auch bewusst sein soll. Und da ist es wichtig, wenn ihr Fragen habt über diese Lösungen oder wie wir euch unterstützen können, eure Kunden, dann am besten eben Arrow, mich, meine Kollegen kontaktieren als nächster Schritt. Und somit könnten wir diese Gespräche starten und hoffentlich auch zeitnah diese Projekte, damit auch nicht nur das Risiko von einer Bedrohung gemindert werden kann, sondern auch der Stress vom Endkunden, wenn man diese Projekte anschaut, also Zeitachse, dann wird es immer, also die Uhr macht immer Tick-Tack, die Zeit wird es immer weniger. Und nun schaue ich mir noch im Chat, ob es Fragen gibt. Ich darf kurz einhaken in die Argumentation, mit wie viel Zeit haben wir noch. Wir sehen natürlich, dass jetzt einmal in 23 und natürlich auch in weiterer Folge die großen Beratungsunternehmen oder auch die kleineren Beratungsunternehmen jetzt schon fest unterwegs sind und dem Endkunden diverse Analysen verkaufen, was die Vorbereitung für die NIS 2 Compliance betrifft. Ja. Mhm. Vieles rennt dann Richtung ISO und andere Dinge und die Berater versuchen natürlich jetzt einmal Primärstunden zu verkaufen. Nichtsdestotrotz sind einige davon natürlich auch mit einer kleinen Zeitagenda unterwegs und haben Produkte gut eingearbeitet, die sie jetzt schon mal vorab positionieren. Manche
machen das nicht und distanzieren sich vom Produktvertrieb, aber am Ende des Tages der Beratung wird auf jeden Fall eine Anforderungsliste stehen, die da lautet, du tust zu wenig für Security, du mehr für Security und wir empfehlen dir, das und das und das und das zu tun und such dir irgendwelche Produkte. Spätestens in der Phase, wenn man noch immer nicht mit dem Kunden geredet hat, ist es wahrscheinlich schon zu spät, weil natürlich viele andere auch auf diesem Markt unterwegs sind. Also je früher man da beginnt, glaube ich, desto besser ist man aufgestellt. Und was bei Trellix der Charme ist, ist, dass wir sehr, sehr viele der Parameter, die da ins Gespräch kommen, Visibilität, eine Konsole mit Inputs aus verschiedenen Bereichen, ob das jetzt der Endpoint ist, ob das das Netzwerk ist, ob das die Cloud ist, verbunden mit externen Kontextquellen, die man dann noch mit reinspült, also die zitierte Threat Intelligence auf verschiedenen Ebenen, so in einem großen Ganzen verweben kann, mit dem man dann durchaus diese Berichtspflichten, die man ja hat und dieses Follow-up, was Inzidenz betrifft, weil natürlich wollen wir den Inzident verhindern, aber wie wir wissen, 100% Sicherheit gibt es nicht und irgendwann kommt er. Und wenn ich dann sauber dokumentiert bin und beweisen kann, dass ich alles technisch Sinnvolle getan habe, um das Risiko möglichst zu minimieren, dann bin ich vorn und wahrscheinlich weg von der Strafe. Ich glaube, dafür sind wir mit Trellix sehr sauber aufgestellt. Ja, gibt es Fragen vom Publikum? Ist hier im Chat sehe ich jetzt konkret nichts, aber nachdem einige der hoffentlich noch Anwesenden ja bereits mit den Produkten arbeiten, würde es mich freuen, ein bisschen was zu hören, weil sonst muss ich die Fragen selber stellen. Tippen tut noch keiner, dann frage ich jetzt einmal als erstes hinein. Wir haben in der Vergangenheit von Trellix natürlich viel gehört, nachdem es auf der McAfee-Seite Endpoint Security gibt und auf der FireEye-Seite Endpoint Security gibt, ist das Wort Universal Client, glaube ich, war das der Begriff, der immer wieder mal durchgegeistert ist. Jetzt darf ich die Frage stellvertretend für die anderen stellen. Wo sind wir denn da? Gibt es Pläne? Mit was dürfen wir rechnen so fürs nächste Jahr? Ja, danke für die Frage, Markus. Also definitiv, also wir gehen klar in diese Richtung, auch aufgrund von dem, was für eine Rückmeldung wir von den Endkunden bekommen haben, auch aus dem europäischen Raum, also nicht nur aus Amerikas, haben wir da ein bisschen die Strategie angepasst, beziehungsweise da wird es mehr Optionen geben, so wie wir das also Unified Endpoint oder Unified EDR nennen wir das, wird es schon geben. Das sollte eben im H1 erscheinen nächstes Jahr. Es wird aber Möglichkeit geben, den Kunden in Österreich und die Traces on-prem zu behalten. Das heißt, so wie wir das historisch gesehen haben, wenn wir die beiden EDR-Systeme oder Lösungen vergleichen, es ist so, dass Trellix Endpoint Security HX konnte vollständig on-prem funktionieren als EDR und EDR von der M-Seite, die konnte man sowohl pure Cloud als auch Hybrid betreiben, aber nichtsdestotrotz gab es diese Cloud-Elemente und da gab es auch immer Fragen, welche Daten gehen in die Cloud, unter welchen Bedingungen und so weiter. Und jetzt ist es so, dass auch im Unified EDR kann man sich so vorstellen, wird man beide Feature-Sets, also sowohl Features vom M-EDR als auch HX, bekommen mit einem starken Endpoint Protection Platform Modul. Das heißt so Next Generation Antivirus, also sozusagen die erste Linie von der Verteidigung. Aber bei Unified EDR wird man als der Kunde in Österreich eine Möglichkeit haben, die Traces, diese Metadaten komplett on-prem zu behalten. Sehr schön, das heißt, wir kriegen die Funktionalität, die ja viele so schätzen, dass man die ganze Forensik da rausbekommt und lokal als Dienstleister auch mit dieser Forensik noch sauber arbeiten kann, ohne eine Cloud drinnen zu haben.
weitergehen. Genau, das wird also sozusagen die meiste der Funktionen werden on-prem möglich sein. Auch die unter Umständen auch, wie ich erzählt habe vorher, auch Threat Intelligence, auch mit Hilfe von zum Beispiel Private GTI oder so. Das heißt, wir könnten die Kunden, die nur on-prem sind, vollständig bedienen. Das auf jeden Fall. Da fällt mir gerade, weil es nicht für heute vorgesehen, so ein Architekturdiagramm, aber das ist auch ein bisschen mit Roadmap verbunden, eben für H1 nächstes Jahres, dass einerseits diese Traces, die können on-prem bleiben, wie ich erwähnt habe. Andererseits kann man sich einfach so vorstellen, dass für die Bereitstellung von Agents wird zukünftig die EPO verwendet weiterhin, also weiterhin, aber auch für die Bereitstellung vom X-Agent, also vom HX, so wie man das sehen würde, von der Seite auch. Aber nichtdestotrotz, HX-Controller, wie wir das kennen heute, wird schlanker, wird angepasster in Bezug auf forensische Analyse. Das heißt, wir haben auch gesehen, dass viele Kunden als Beispiel, sie wollen es nicht. Und für die Bereitstellung EPO ist so Enterprise bereit, seit Jahren und auch mehrfach optimiert, auch für die Kunden, die diese Airgapped, diese nur On-Prem Umgebungen haben. Und andererseits, HX ist zugeschnitten oder aufgeschnitten direkt sozusagen für diese forensische Analyse, die man auch On-Prem betreiben kann. Was sehr wichtig ist, weil zum Beispiel EPO wurde nicht so vorgesehen, dass man dann pro Endpunkt 200 Megabyte Logdaten zieht oder so. Deswegen die Architektur, da könnten wir sehr gerne gleich bereits im Nachgang, nach diesem Webinar, für so Anfangs, Mitte oder Ende Februar noch ein Webinar planen, wo ich sehr gerne dann die Details dazu zeigen würde. Machen wir sehr gerne. Gibt es weitere Fragen von der geschätzten Kollegenschaft im Call? Also ich habe noch nichts gesehen, Markus, derzeit. Okay, dann stelle ich nur eine. Was ist die Zukunft oder gibt es eine Zukunft von Helix oder ist das, wird das alles verschmelzen in dem XDR 2.0 Begriff? Mhm. Danke für die Frage. Ja, also Helix, so wie ich erwähnt habe, wenn wir gerade die X-Konsole beachten, die XDR-Konsole innerhalb der X-Konsole, wenn man auf XDR-Knopf drückt, dann landet man beim Helix. Wie ich aber erwähnt habe, da haben wir im Moment noch zwei Arten der Benutzeroberfläche. Ja, einerseits die EDR, EPOSAS und Helix. Und das wird, um deine Frage kurz zu beantworten, das verschmelzt alles. Also es gibt eine neue Benutzeroberfläche, die erweiterte Helix-Funktionen beinhalten wird. Alles klar. So, schauen wir mal. Aber ich glaube, der Wissensdurst der Teilnehmer ist enden wollend. Wahrscheinlich ist auch schon der Hunger groß. Genau. Für den Fall, dass keine weiteren Fragen auftauchen, wäre jetzt dann langsam die Zeit, zum Mittagessen zu gehen. Das Problem ist, wir sind alle virtuell und nicht vor Ort. Das heißt, wir heben Mittagessen fürs nächste Mal auch. Und als kleine Entschädigung bekommt jeder Teilnehmer von uns ein kleines Krampus-Sackerl zugeschickt. Ich hoffe, es kommt dann auch rechtzeitig an. Es wird der Nikolaus, glaube ich, noch vergehen, wenn die Post weiter so beeinträchtigt ist vom Wetter. Aber rechtzeitig zu Weihnachten wird es auf jeden Fall da sein und da sind Süßigkeiten ja sehr beliebt. Zusätzlich schickt man natürlich gerne die Präsentation aus und wir würden uns sehr freuen, euch alle eben auf dieser jetzt eingeblendeten Aero-Partner-Weihnachtsfeier am 11. begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, Mahlzeit und herzlichen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank. Vielen Dank für die Teilnahme auch meinerseits und bis bald, bis zum nächsten Mal. Danke. Bis bald. Ja, vielleicht ganz kurz noch, bevor Sie alle ausklinken, abschließend Rainer Hornacek, wie gesagt, ich habe nur das kurze Intro gemacht. Wie schon erwähnt, wir sind sehr aktiv auf den sozialen Medien, wo wir auch da dieses Webinar mit Zustimmung von der Firma Trellix posten dürfen. Bitte folgt uns da einfach. Wir haben ja doch 60 plus Hersteller im Aero ECS Österreich Programm drinnen. Einfach bitte zu folgen.
Wenn es Fragen gibt, natürlich an meine Kolleginnen und Kollegen, und natürlich stehe ich sehr gerne Gewerbefuß. Und wie gesagt, ich jetzt gehe noch mit retour, aber ich habe da einfach auch den QR-Code eingeblendet. Einfach abfotografieren, da kommen Sie, da kommt Sie direkt auf die Anmeldeseite. Und in diesem Sinne, ja, wir haben noch einiges vorbereitet für den Dezember, was Insights bei Aero betrifft. Sie, ihr bekommt die Einladung. Ja, und in diesem Sinne, warte mal, jetzt schaue ich noch eine Frage, habe ich noch gesehen, warte mal. Okay, gut, ja, also ich darf zitieren, also vieles davon war sehr bekannt, aber man hört immer wieder was Neues. Also es ist ein sehr positives Feedback, hätte ich jetzt zurückgegeben. Das wollte ich noch kurz mitgeben. Dankeschön auf jeden Fall. Gut, und wie gesagt, anmelden für die Weihnachtsfeier, und da können Sie mit unseren Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall sich sehr gut austauschen. In diesem Sinne auch von meiner Seite aus Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Danke, guten Appetit und bis bald. Bis bald.